Mein ganzes Leben lang verliehen die 10 Ringe unserer Familie Macht. Wenn du willst, dass sie eines Tages dir gehören, musst du mir zeigen, dass du stark genug bist, sie zu tragen. Du bist das Werk all jener, die vor dir kamen. Das Vermächtnis deiner Familie. Du bist deine Mutter. Und ob es dir gefällt oder nicht, du bist auch dein Vater. Ich sagte meinen Männern, sie könnten dich nicht töten, auch wenn sie es versuchen. Glücklicherweise hatte ich recht. Du bist nur ein Krimineller, der Menschen tötet. Junge, sei vorsichtig, wie du mit mir sprichst. Ich dachte, ich könnte meinen Namen ändern. Ein neues Leben anfangen. Aber ich kann seinem Schatten nicht entkommen. Mein Sohn, du kannst vor deiner Vergangenheit nicht davonlaufen. Ist es das, was du wolltest? Du kannst das. Danke. Wing jab, left foot, right hook. Deine Hilfe! Mist! Herr Leonhard, sind Sie das? Wusstest du, dass ich vor fast 140 Jahren schon geboren wurde? Ja! Und sie feiern das, wo ich herkomme. Meine Sammlung wird da ausgestellt und du wirst sie beschützen. Ich? Du lernst jetzt, wie man schrumpft. Gegen Diebe? Wow! Das ist ja der Hammer! Melanie ist neu bei uns. Wie ist die denn drauf? Die hat doch voll den Knall. Hast du heute Nachmittag schon was vor? Da hast du schon was vor. Echt? Melanies Lehrerin hat darauf bestanden, diese Ausstellung zu organisieren. Was machen wir hier? Gute Frage. Das wird die ultimative Horror-Night. Alles in Ordnung? Hier war jemand. Fehlt was? Ich glaube nur ein Notizbuch. Seine magischen Aufzeichnungen. Hast du dein Talent einsetzen können? Mhm. Hier. Ja. Ich werde Otto Leonhard mit seinem eigenen Rezept ausräuchern. Alter, du willst hier aufpassen. Da darfst du doch Melanie nicht hier reinlassen. Felix! Was ist da los? Anzunehmen. Du stehst auf meinem Kinn. So nah waren wir uns noch nie. Was ist das? Damenklo. Assalamu alaikum. Mann Samuel. Hau ab. Was denn? Sonne Samuel. Da macht niemand Samuel rum. Wusstest du eigentlich, wo das herkommt? Zum Silabim? Das ist von meinen Leuten. Ah. Abracadabra? Das heißt eigentlich arm. Das habe ich von meinen Leuten. Ja, gibt man euch auch mal wieder. Was ist los? Braucht ihr Geld? Aha. Herzlichen Glückwunsch, du Arsch. Ich hab dir Kuchen gebacken. Weißt du, wie peinlich das ist? Ich finde, ihr solltet euch das nochmal überlegen. Ja, Samus Vater ist nur mal Türke. Naja, habt seine Mutter.
komm schon, Alter, das wird geil. Herdet erwachsen, Jungs. Ja, Vogel. Packen. Wir lassen den ganzen Scheiß hinter uns. Du musst raus aus dem Hostel. Das ist viel zu Touri-mäßig. Wir sind Touris. Hey, Samu, jetzt warte doch mal. Ich gehe nicht wieder zurück. Ich gehöre jetzt hierher. Du hast doch selber gesagt, wir lassen den ganzen Scheiß hinter uns. Ich weiß, ich hab Mist gebaut, riesigen Mist. Aber es ist doch wichtig, wie wir jetzt damit umgehen. Auf stürmischer See. Bald werden seine Träume wahr. Das muss das Schwert von Odin sein. Man sagt, es hat die Kraft, alles in Gold zu verwandeln. Das sieht aus wie das Schwert für einen echten Wikinger-Anführer. Oh. Mama! Sie hat ein Herz aus Gold. Tja, jetzt ist sie ganz aus Gold. Paps, wir retten Mama. Versprochen! Mein Sohn Vicky, der klügste aller Wikinger. Ich hab's, ja. Hey Vicky, hey Vicky. Oh. Her mit dem Schwert. Hey Vicky, hey, Vicky. Macht echt Laune, mit euch abzuhängen. Vicky und die starken Männer, das magische Schwert. Julius Weckauf spricht Vicky im Kino. Gedenken wir voller Wehmut Bert Jung. Den Bert der Unterstufe, meine ich. Denn es ist ein neuer Bert geboren. Der Bert der Mittelstufe. Er ist der witzigste, der attraktivste, der coolste. Er hat die coolsten Kumpel und das coolste Mädchen. Gut so. Alles in Ordnung? Kann ein Junge aus der 7. mit einem Mädchen aus der 9. zusammen sein? Du hast doch Twilight gesehen. Man kann sogar 2000 Jahre alt sein und mit einer 17-Jährigen zusammen sein. Okay, wie kommt es, dass du immer so viel weißt? Ich bin auf Beutezug. Ich bin sehr viel im Internet unterwegs. Layla? Ich bin Amira. Ach, ich hab dich mit deiner Schwester verwechselt. Die unterrichte ich auch. Du sollst zum Rektor. Was ist mit unserer Aufgabe? Die machen wir einfach heute Abend. Krieg ich was von deinem Rasierwasser? Hast du mir was zu erzählen? Nein, ich will einfach nur gut riechen. Gut, geht also, es um Mädchen? Die Mittelstufe, ja. Das waren Zeiten. Schlagen wir einen Superheldentag vor. Das ist eine super Idee. Aber ist das ja nicht so schnell. Rohkost verursacht gern mal Leung. Sorry. Jetzt kennt sie meinen Penis. Berts Katastrophen. Demnächst im Kino. Ich freue mich mega. Es ist alles weg. Jeder Penny. Was war Ihr Plan? Mein Plan war zu sterben, bevor mir das Geld ausgeht. Aber ich sterbe und sterbe nicht. Und hier bin ich. Die Spatzen pfeifen's von den Dächern. Sagen Sie, ich sei pleite? Das tun Sie. Wie wär's mit meiner Wohnung in Paris? Sie steht seit einem Jahr leer. Hast du deiner Mutter gesagt, dass wir uns verlobt haben? Ich fahre nach Paris. Würdest du dich eigentlich als Feigling bezeichnen? Nein. Als ich nach Paris kam, das erste Mal. Merci beaucoup. Da hat irgendwas in dieser Stadt einen Alarm ausgelöst. Es war eine Vorahnung von dem, was kommen wird. Wir legen uns hin. Kommst du uns später noch besuchen? Wie viel bezahlt sie dir? Bezahlen? Bist du nicht ihr Gigolo? Oh Gott, nein. Sie ist meine Mutter. Was ist das? Wir sind eingeladen zu einer Party. Kommen Sie rein. Wo sind die anderen? Es sind nur wir. Ich dachte, wir könnten Freunde werden. Ich brauche keine Freunde in meinem Leben, nicht im Moment. Du bist ein Arschloch. Tut mir leid. Haben Sie Gerüchte gehört in Bezug auf meinen Ruf? Ich habe gehört, Sie seien seltsam. Ich bin mehr als seltsam. Du findest es komplett normal an! L'addition, s'il vous plaît. Ein Teil von mir würde am liebsten dieses Gebäude in Brand stecken.
Was halten Sie davon? Ich war noch nie so erschüttert wie damals, als ich dein Gesicht zum ersten Mal gesehen habe. Wieso? Weil du ich warst. Ich war immer ein Glückskind. Ich hatte nur Pech. Aber ich bin sicher, das wird sich schlagartig und für immer ändern. Ich habe nur Pech gehabt und ich glaube, das wird immer so bleiben. Das ist doch so ein Klischee, oder? Jemand, der sich umbringt, wenn der Glanz langsam verblasst. Weißt du, was ein Klischee ist? Eine Geschichte so aufregend und schön, dass alle sie immer wieder erzählen. Ah ja, Sie sprechen die Sprache, nicht wahr? Oui, petit cochon. Für diese Frau habe ich mich weit aus dem Fenster gelehnt. Cochon bedeutet Schwein. Ich habe Visionen. Weaver wurde heute Morgen brutal ermordet in ihrem Haus aufgefunden. Kanntest du sie? Nein, aber ich habe sie sterben sehen. Ich sehe Dinge. Ich sehe Morde. Während sie geschehen. Hallo? Er sagt, sein Name ist Gabriel. Ich glaube, er ist aus meiner Vergangenheit. Was du auch durchgemacht hast, bevor du in unsere Familie kamst, es hat dich so verletzt, dass ich es mir nicht entfernt vorstellen kann. Hör auf, das zu sagen. Maddie, mit wem redest du da? Gabriel. Ist er dein Fantasiefreund? Fantasiefreund. Er ist der Teufel. Was es auch war, es ist zurück. Er hat wieder getötet. Er kommt näher. Er will mit ihnen reden. Mann, was weißt du? Er ist hinter mir her. Bitte machen Sie die Tür auf. Sie wissen selber, dass Sie schon ganz lange einen Ausweisungsbescheid haben. Mama! Mama, mach die Tür auf! Ich will nicht in ein Flüchtlingsheim. Und das ist die Ruth, deine neue Pflegemama. Hallo. Wir haben unsere eigene Mutter, unsere eigene Wohnung. Oskar, Lilly. Egal, wo sie dich hinbringen. Wir haben es richtig schön für dich gemacht, gell? Dass du dich wohlfühlst und dass du dich... Sagst du was? Ja, wo ist das Fleisch? Oskar, wir sind Vegetarier. Kann ich ja nicht Vegetarier sein, der auch Fleisch ist? Sei so traurig. Das wird schon. Ich will, dass es dir gut geht, Oskar. Ich will auch, dass es dir gut geht. Meine Erfindung für dich. Und wie geht's mit Zittern? Wunderbar! Liebe Mami, hab gehört, dass es dir schneller gut geht, wenn es uns auch bestens geht. Mir geht's bestens gut.
Ich bin noch jung. Ein neues Jahrhundert hat angefangen. Wohin wird der Sturm uns tragen? Das Haus ist dafür da, die Wünsche seiner Gäste zu erfüllen. Helfen Sie mir aus dem Cape. Du wagst es. Madame? Entkleidest mich, du kühner Knecht. Wenn man arm ist, darf man sich unter keinen Umständen an die Armut gewöhnen. Ich will sagen, du hast verstanden, wie das hier läuft. Du bist ein Dieb und Schwindler. Sasa. Ich suche einen reichen Mann zum Heiraten. Nicht dich. Und wenn ich sage, dass ich es könnte? Ein Geschäft, Kinder, Spaziergang am Sonntag? Es wäre unmöglich für dich, weil du sein müsstest. Und es erträgst du nicht, du zu sein. Eine Kugel ins Fleisch, damit er elend stirbt, ausblutet. Ausgemustert. Wissen Sie, wie das ist, wenn man eine Frau liebt, aber die Umstände sind gegen einen? Mein Vater hat eine Weltreise für mich buchen lassen. Er meint, ich vergesse Sasa. Ich gehe statt dir. Als ich. Haben Sie ein Blatt Papier? Wollen Sie einen Vertrag aufsetzen? Nein, Marquis. Ich will Ihre Unterschrift üben. Eine große romantische Geschichte. Geh nicht zu ihm. Du kannst also ohne mich nicht leben. Ich hab's dir versprochen. Ich werde nicht aus der Rolle fallen. Liebst du? Felix. Felix! Felix! Cool! Schmerz. In letzter Zeit habe ich intensive Bekanntschaft damit gemacht. Der Schmerz, der entsteht, wenn man immer wieder von derselben Person verletzt wird. Seit ich dich kenne, sprichst du davon, nach Seattle zu gehen. Wenn er dich liebt, kann er mitkommen. Ich hatte gehofft, dass wir nach London ziehen nach dem Abschluss. Und woher soll ich das wissen? Nur in diesen seltenen Momenten. Wenn er mich an seine Brust zieht und Versprechungen macht, die er doch nie hält, verschwindet der Schmerz. Kommen Sie nochmal. Beziehungen sind kompliziert. Du hast einen tollen Job in Seattle, aber ich hab da gar nichts. Du hättest mich. Aber das reicht mir nicht. Wenn ich dir nicht reiche, ist das dein Problem. Meins jedenfalls nicht. Wenn ich Seattle für dich nicht aufgebe, dann war's das für dich. Das ist so typisch für dich. Du zerstörst jeden schönen Moment, den wir haben. Nein, nein, um einen schönen Moment zu zerstören, lässt man sich die Nummer und Adresse von einem anderen Typen geben. Du entscheidest nicht, mit wem ich befreundet bin. Die wollen aber mehr als Freunde sein. Ich weiß nicht, was war es und was nicht. Das reicht, Harding! Hört auf! Ihr seid alle verliebte Idioten. Das wollte ich dir schon lange sagen. Du machst mich besser, Tess.